Ja, Mette Leute, und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Wir machen weiter mit Part 2 der Lügen-Compilation von React im großen T am Ende. Link ist wie immer in der Beschreibung. Es gibt davon, glaube ich, 10 Parts oder sowas. Also, wenn ihr mehr Bock habt, euch das alleine reinzuziehen, ohne dass jemand drüber quatscht, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist der Kanal verlinkt. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen, ne? Also, wie gesagt, Part 2 mit der Lügen-Compilation, das ist wirklich. Glaube ich, Teil 1, obwohl. Nee, ich glaube, Teil 1 ist nicht so hart in der Zeit herumgesprungen. Ich denke mal, es wird sich hier am Anfang vor allem eher um Sachen Mitte der 10er Jahre handeln, so 16, 17 vielleicht sogar. Also ja, trotzdem, ich hoffe, ihr habt Bock. Ist nicht so eine lange Folge. Deswegen starten wir mal direkt rein. So, die letzte Aussage, die wir hier haben, Mensch, was Menschen, die zu dumm sind und auf dem Bau arbeiten. An die Aussage erinnere ich mich jetzt gar nicht. Jemand, Ich schon. der irgendwo auf dem Bau arbeitet, der hat kein Open Office. Weil was anderes kann der gar nicht sein, Alter. Warum? Weil der nicht intelligent genug dafür ist. Ein Großteil von Hatern ist arbeitslos. Oder jemand, der sein ganzes Leben auf dem Bau arbeitet und damit nicht genug verdient, weil er zu dumm ist, einfach aus seinem Leben mehr zu machen, als es ist. Ich glaube, es war so, dass ich damals gemeint habe, dass Leute, die auf dem Bau arbeiten, als dumm bezeichnet werden. Das könnte ich mir eher vorstellen, weil ich kenne nämlich viele Leute, die sagen, dass Leute, die dumm sind, auf dem Bau arbeiten. Ich würde niemanden, der auf dem Bau arbeitet, als dumm bezeichnen. Im Gegenteil, ich kenne halt sogar viele, die da arbeiten. Jemand, der sein ganzes Leben auf dem Bau arbeitet und damit nicht genug verdient, weil er zu dumm ist, einfach aus seinem Leben mehr zu machen, als es ist. Okay, die nächste. Ja, die Musik ein bisschen nervig, oder? So auf Dauer. Das ist ein bisschen unangenehm. Oder was heißt unangenehm, aber halt nicht so passend. Aber naja, ich kann da nicht viel dran ändern, dass die ein bisschen zu laut geraten ist, glaube ich. Auf jeden Fall Rainer und die Sache mit dem Bauarbeiter. Ne? Er hat wahrscheinlich irgendwann mal gehört, dass jemand von den Hatern auf dem Bau arbeitet, was im Prinzip nicht schlimm ist. Wahrscheinlich einer der wichtigsten Berufe, den wir in der Gesellschaft haben. Weil ja, wo willst du drin wohnen? Wer baut die Sachen auf? Ne? Muss ich, glaube ich, nicht erklären. Und dass er natürlich sich dann wieder überheblich gefühlt hat. Ne? Er kann ja Homeoffice machen, weil er ist ja so ein schlauer Typ. Ich will jetzt nicht sagen, dass YouTube-Videos erstellen irgendwas mit der Intelligenz zu tun haben oder dass es ein Indikator dafür ist, dass du besonders schlau bist, aber für Rainer ist es anscheinend so. Aber für ihn war es natürlich einfach nur so mit, ja, du musst dir deinen ganzen Körper kaputt arbeiten und ich sitze hier auf meinen fetten Arsch und tu quasi gar nichts. Also einfach nur, ja, du hättest da jeden handwerklichen Beruf, glaube ich, reinpacken können. Und dann am Ende natürlich noch mit seinem Schweizer Taschengumpel, der natürlich nicht fehlen darf, mit, ja, ich kenne viele Leute, die sagen, dass Leute auf dem Bau dumm sind, finde ich gar nicht. Und abgesehen davon kenne ich auch viele Leute, die auf dem Bau arbeiten. Natürlich, Rainer hat keine Freunde zu der Zeit gehabt, außer den, wie hieß der Typ, der ihm den Rudi A4 verkauft hat auf Raten. Hieß der Ronny? Kann das sein? Auf jeden Fall hatte ich zu der Zeit einen Freund maximal, aber erzählt ihr wieder, er hat mehrere Freunde oder Bekannte, aber ich sage einfach mal Freunde, die sowas sagen. Und er hat gleichzeitig mehrere Bekannte, also das eine schließt sich ja so ein bisschen aus, weil wer vom Bau arbeitet, der wird ja nicht sagen, dass Bauarbeiter dumm sind. Auf der anderen Seite hat er dann wieder viele Leute, die auf dem Bau arbeiten. Ja. Dass das gelogen ist, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Aussage ist eine ganz besondere Aussage, die finde ich immer wieder witzig. Ich bin das höchste Wesen. Also noch deutlicher kann man Sarkasmus, glaube ich, nicht zeigen. Gott segne dich, mein Sohn, ja? Nachdem ich ihn in den Arsch gefickt habe, segne ich ihn, Alter. Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden und nicht andersrum. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Ich bin das höchste Wesen. Also noch deutlicher kann man Sarkasmus, glaube ich, nicht zeigen. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Hätte was. Also, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ne? Es gibt Leute, die sagen, jo, das war ganz klar sarkastisch gemeint und nicht ernst gemeint. Ich weiß nicht. Rainer ist halt so jemand, der redet sich in Rage. Jetzt nicht unbedingt in die Wut rein, sondern einfach ins Überhebliche rein. Der fängt an mit, oh, ich bin eigentlich voll der coole Typ und endet dann irgendwie nach 10 Minuten Monolog oder so mit, ja, ich bin das höchste Wesen, ne? Ich glaube schon, dass er es eigentlich so sieht, aber es natürlich nie öffentlich sagt, dass er das höchste Wesen ist, weil ja, da weiß selbst Rainer, dass das sehr unsympathisch kommt. Aber ich glaube, es ist so ein gemischtes Ding gewesen.
da kotze ich fast, so ein gemischtes Ding gewesen, dass er es schon von sich hält, also so von sich denkt, aber es ungerne zu der Zeit zumindest öffentlich gesagt hat. Hätte gerne Sex mit großen Wassertieren. Diese Aussage war nicht meine Aussage, sondern die Aussage wurde mir damals gesagt. Es ist eine Frage an mich gewesen. Und damals habe ich deutlich gesagt, nein. Fiona hat gefragt, mit welchem Tier möchtest du gerne Geschlechtsverkehr haben? Also ich bin ja eigentlich kein Fan von Sodomie. Wenn ich mir allerdings ein Tier aussuchen würde, dann wäre es entweder ein Pferd, also sowohl ein weibliches als auch ein männliches eventuell, oder allgemein vielleicht irgendwelche großen Wassertiere irgendwie. Die Aussage wurde mir damals gesagt, das ist eine Frage an mich gewesen. Und damals habe ich deutlich gesagt, nein. Die Sache mit der Haut ist kein Organ. Ja, der Klepp hat schon alles gesagt, aber Rainer hatte ja zur TikTok-Staffel zumindest immer die Aussage, ja, das ist alles KI. Du könntest ihm das zeigen und er würde wissen, dass es stimmt, aber er würde trotzdem sagen, boah, nee, das haben die Hater mit KI gemacht. Ja, aber natürlich, ne? Ich will nicht so weit über Rainers Sexualität nachdenken, aber ich glaube, dass die Sucht bei ihm so tief verankert ist, dass er, glaube ich, würde. Ah, naja, gut. Ich sehe halt nicht, wo das ein Organ sein soll. Ja, das ist aber lediglich meine Meinung. Aber das zum Beispiel wird zu sehr aufgepusht. Aber Organe selbst, Organe übrigens, mal abgesehen davon, Organe sind das, was du innerhalb deines Körpers hast. Augen zählen als Organe, aber Ohren zum Beispiel, Haut, das zählt doch nicht als Organ. Haut doch, ist ein Organ. Haut ist ein Organ. Du kannst Haut transplantieren, aber Organe sind etwas, was innerhalb des Körpers ist. Hier, der erste Satz, die Haut ist funktionell, ja, das vielseitigste Organ. Die Haut ist ein Organ, Drache. Wisst ihr was? Ich hab dir den Wiki-Link verlinkt. Ja, aber es stimmt doch. Die Haut ist ein Organ. Das ist schon recht. Toll. Das ist jetzt glücklich. Ich hab den gefickt. Ja, aber man kann das doch nicht so stehen lassen, dass die Haut kein Organ ist. Wirklich. Ich hab dir gerade das Gegenteil bewiesen, tatsächlich. Nee, hast du nicht. Du hast mal was erzählt, aber das Problem ist, dass du an deiner Sichtweise festhältst, weil die Gesellschaft es dir so eingeprügelt hat. Wie? Zu erinnern ist nicht so schwer, weil du bist letzten Endes genauso ein Lappen wie alle anderen auch. Mir wird immer gesagt, dass ich immer schlauer bin als andere. Ich informiere mich halt vorher auch drüber. Meine Meinung hat mehr Gewicht als du, weil ich habe über 6.000, 7.000, 8.000, 15.000 Zuschauer. Hey, das sind wie Terroristen. Ich finde, dieser Satz gegen Ende war sehr stark. Und zwar, dass Rainer jemand anderen sagt, tatsächlich, jo, du bist so festgefallen in deiner Meinung, weil die Gesellschaft dir das sagt. Ich meine, ich finde, natürlich, jeder soll eine Meinung haben und ich würde jetzt auch niemanden für die Meinung fertig machen oder so. Vielleicht schon, wenn jemand so verbissen ist wie Rainer und es einfach nicht wahrhaben will, dass es einfach kein Fakt ist. Aber ich finde, dass Meinung da aufhört, wo Fakten anfangen. Du kannst für dich selbst sagen, jo, die Haut, ich weiß nicht so. Ne? Für mich sind Organe einfach Sachen, die sind im Körper drin, aber ne, sei es drum. Aber sobald etwas faktisch belegt ist, finde ich, sollte man aufhören, Meinung zu haben und vielleicht einfach den Fakten vertrauen. Finde ich persönlich. Natürlich jeder so sehen, wie er möchte. Also die Aussage, für die schäme ich mich nicht wirklich. Aber der Zusammenhang. Und natürlich weiß ich nicht, was ich noch sagen wollte zum Hautding. Man hat gemerkt, als dann der Wikipedia-Artikel reingeflossen kam und jetzt soll ich ein bisschen ausholen dafür. Auf jeden Fall, bei Rainer war es immer so, Rainers Meinung stand immer im Raum. So, Rainers Meinung, der Himmel ist grün. Steht immer im Raum. Wenn jemand sagt, Rainer, der Himmel ist aber blau, dann ist trotzdem die Meinung, der Himmel ist grün, immer noch im Raum. Dann muss Rainer nicht argumentieren, dass er falsch ist, also er richtig ist, sondern dass du richtig bist. Und selbst wenn du ihm 1000 Sachen vorliest zumindest oder irgendwas, was Rainer nicht sieht, Rainer wird immer sagen, jo, der Himmel ist grün und du bist ein scheiß Hater, weil du mir widersprichst. Aber sobald etwas reingepostet wird, was faktisch belegbar ist und wo der ganze Raum dann plötzlich sagt, jo, der Himmel ist doch blau, dann ist Rainers Narzissmus richtig getriggert, weil er es dann nicht abtun kann mit, ja, aber ich habe recht, weil ich bin Rainer. Weil die Fakten gegen ihn sprechen. Immer sehr schön, solche Momente im TS oder Discord. Sollte man dazu sagen, der Zusammenhang, wie es damals veröffentlicht wurde, wo ich mich damals in diesem Satz geäußert habe, in Bezug auf den terroristischen Akt, wo war das? In Österreich, in der Schweiz, ich weiß nicht mehr, wo das war, keine Ahnung. Der Zusammenhang mit dem damaligen, der war scheiße. Ey, ihr könnt mich mal, ganz ehrlich, was interessiert mich, wo irgendwo ein Amoklauf ist? Das können wir auch nicht. Da sterben gerade viele Menschen.
Ja, und? Ich habe euch gesagt, dass ich übermüdet bin und ich habe halt absolut keinen Bock auf so einen Scheiß. Mich interessiert das nicht, wenn irgendwo auf der Welt Leute sterben. Bei mir ist jeden Tag Amoklauf gefühlt. Ja, aber du kannst einen Alter, Menschen nicht mit hast du eine Ahnung, wie oft ich am liebsten Wicke von denen um... Hast, ja, Arschloch. Hast du eine Ahnung, wie oft ich diese Wichser umbringen will? Ja, erstmal, ich habe gerade Suppe gegessen mit... Also ich klatsche bei mir immer viel Maggi rein. Die Suppe ist noch natürlich hell. Aber ich klatsche mal so viel Maggi rein, wie ich, dass die schon schwarz ist. Und ich merke gerade, wie mein Körper einfach... Maggi ist ja sehr salzig. Wie meinem Körper einfach gerade wirklich jegliche Flüssigkeit entzogen wird, ne? Es ist krass, aber Maggi ist sehr geil, deswegen. Das Opfer gehe ich ein. Ja, die Sache mit dem Wien-Amoklauf. Ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, ne? Man merkt einfach, es gibt nur Rainer mit ich, Thema Narzissmus. Und wenn irgendwo was passiert, was schlimmer ist als bei Rainer, dann muss er sofort eingreifen und sagen, boah, aber okay, aber habt ihr mal bei mir geguckt? Ich verdiene genauso viel Mitleid und Aufmerksamkeit dafür, was bei mir passiert. Guckt doch mal auf mich. Eklig. Sehr, sehr eklig. Ist auch schon sehr alt. Aber ja, es war ernst gemeint von ihm. Er kann mir auch nichts sagen, dass er es nicht so gemeint hat, dass er übermüdet war. Für Rainer ist immer das, was ihm selbst passiert, mit Abstand das Schlimmste. Mit weitem Abstand. Na gut, das war die etwas kürzere Folge 2. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren, da würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein.